Hallo Leute und dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3. Heute sind wir wieder unterwegs im Creators Club. Wir fahren ein Szenario vom Mann mit den drei Namen oder den vielen Namen. Auf der Taranta-Rampe, um genau zu sagen. Das ist die S3 Dresden-Freiburg. Jetzt weiß ich auch, welches Szenario das war hier. Irgendwie ist das untergegangen. Sorry dafür. Auf jeden Fall ist das ganze Ding vom Nico King, aka Nico Bennys, aka der TSW3 Repainter, aka, keine Ahnung, wie er noch heißt. So, hallo Kollege, die KfL hat das S-Bahn Dresden jetzt übernommen. Seit Dezember 2021 fährt die KfL auf der S1, S2 und S3. Dafür wurden ex-DB 425 bestellt. Du hast heute Dienst auf der S3 nach Freiberg. Dort wirst du auf Gleis 1 ankommen. Schalte PZB und SIFA. Denn erst muss noch etwas KI durchgelassen werden. Alles klar, Kollege. Ist mir zu hoch, was du hier gerade von mir willst, aber passt schon. Also, ich denke mal, ihr meint mit KI andere Züge durchlassen. ZZA ist schon richtig. Punkt. Gute Fahrt. Punkt. Ja, ein bisschen schlecht. Also, ja, egal. Benötigte Repaints sind die KfL 423, Dreiphasenskin und die S-Bahn Dresden 425 von mir. So. Sowie die MRB 425 von Boxbein Dennis. Dieses Szenario ist nicht real, sondern eins aus einem Roleplay. Dafür steht das RP hier, was er macht. Denn er hat sein eigenes Eisenbahnunternehmen. Also die KfL existiert gar nicht. Das ist absolut fiktiv. Habe ich auch schon mal angesprochen gehabt, glaube ich. Und da macht dann halt auch Szenarien zu. Und ja, eigentlich ein spannendes Ding. Ja, unter anderem braucht ihr auf jeden Fall Diesellok. Das wäre die KfL oder diesen Triebzug. Ich gehe davon aus, dass es der ist. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Aber es müsste der Kollege sein. Hier steht sogar der gleiche Text. Also, die KfL hat das S-Bahn Dresden-Netz übernommen. Seit Dezember 2021 fährt die KfL auf der blablabla. Hier die Lackierung. Ja, das ist also die Standardlackierung für die S-Bahn Dresden. Dann haben wir das, wenn man KfL eingibt. Dann landet schon bei den ganzen Sachen. Mittlerweile gibt es also auch. Ist aber noch nicht alles. Es gibt eigentlich auch noch N-Wagen. Ah ja, genau. Es sind sogar schon zwei Seiten. Also er ist da wirklich relativ hobbylos, wenn man es so ausdrücken kann. Wisst ihr was? Ich schmeiß euch den Link hier zu dieser Suche auch mal unten rein. Das kommt mit in die Beschreibung. Ist egal. Also, so haben wir das auch. Ja, wie auch immer. Also jedenfalls N-Wagen, der da alles Mögliche zu gemacht hat. Und ja, ist anders. Er ist anders. Sagen wir es mal so. Ich find's cool. Freut mich, ich feiere das. So, dann braucht ihr nicht diesen Triebzug, sondern ihr braucht, den können wir rausnehmen, den hier. KfL 3423 im Dreiphasen-Skin. Ja. Wunderbar. Müsst ihr auch darauf achten, teilweise sind die Sachen bei Nico King hochgeladen, teilweise bei Nico Bennys, denn der Kollege hat zwei Accounts. Ja, und dann kommt noch MRB, Baureihe 425. Das ist die. Ne. Was hat die hier? Genau, die hier. Die ist in dem Fall vom lieben Dennis gebastelt worden. Ist halt zwar bewusst gebastelt, also ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal vorgestellt hatten. Mitteldeutsche Regiobahn. Sieht auf jeden Fall so auf Anhieb jetzt auch schon mal echt schick aus. Was mir auffällt, es gibt Rauchverbot. Schade. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Link zu dem ganzen Plunder findet ihr unten in der Videobeschreibung, so wie immer. Und ja, S3 Freiberg Dresden. Man hatte sich der liebe Nico ja schon vor. Och, das war noch Anfang Januar. Da war ich im Urlaub, stimmt. Da hatte er sich das gewünscht und irgendwie ist das absolut untergegangen. Hier die S3. Aber gut, soll vorkommen.
Dann kommt sie halt jetzt verspätet hinterher. Ist auch immer so eine Sache, weil ich bin auch immer selber häufig auf Reisen, ne? Also irgendwie ist dieses Jahr seit Dezember anders als sonst. Also gut, wir haben kein Corona mehr, ne? Also fehlt dann auch irgendwie die Zeit zum nichts tun. Oder Videos machen oder so ein Kram. Das ist halt immer so eine Sache. Also Daily Upload kriege ich wahrscheinlich gar nicht mehr hin. Wenn ich das so einigermaßen behalten kann, wie es bis jetzt ist, dann bin ich schon gut dabei. Also wahrscheinlich wird es noch weniger geben auf Dauer. Aber wir müssen mal schauen. So. Und das ist der Hobel. Junge! Das sieht ja schick aus. Also, ja, wir müssen natürlich noch... Also, man sollte vielleicht auch hier Schlüssel reinstecken. Jetzt bin ich das Ding schon ewig nicht mehr gefahren. Tür ist an. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall eine Siefer. PCP geht nicht. Doch. LZB ist eigentlich überbewertet. Dann brauchen wir noch... So, den haben wir an. Fahrgastraumbeleuchtung an. Führerscheinsbeleuchtung an. Fernlicht jetzt nicht gerade. Signallichter. Schauen wir zum Beispiel nicht. Mikrofon. Ja. Also gehen wir mal zum, auf das Fahrzeug an. Ich glaube, ich habe die sogar schon mal vorgestellt. Also wir haben einmal hier den netten Triebwagen. Das ist dann die S-Bahn Dresden. Na? Interessant ist aber auch S-Bahn Dresden und stationiert in Köln. Naja, wenn man verkaufen will, okay. Dann gehen wir hier nochmal eben auf den Triebzug von Dennis ein. Ja, macht einen netten Eindruck. Was mir wieder auffällt ist, unten der Kleinfummel fehlt so ein bisschen. Dafür haben wir Transdev draufstehen, das ist schon mal schick geworden. Aber halt, wie immer. Ich meine, du kennst mich, dafür muss ich immer ein bisschen rumstisseln. Ja, also das ist der Kollege. Haben wir den anderen Triebzug auch noch hier? Ne, das sind zweimal die. Okay, okay. Gut, also wir machen die Tür mal zu. Was mir auch direkt auffällt, ist, das Ding hat so eine schöne Beleuchtung. So, was wir jetzt aber heute auch machen werden, mal ein bisschen das Wetter ändern. So, wir sagen mal, wir ziehen dem Ding mal ein bisschen. Ich hab mal Bock auf ein bisschen was anderes. So ein bisschen, was haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Starkregen. Starkregen. Genau. Starkregen haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Hauen wir heute mal damit rein. So, Scheibenwischer. Ich muss mal eben gucken. Ich muss auch gucken, ob ich jetzt nicht ins Wechselblick fahre. So. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Namen der KFL. Heute sind wir unterwegs auf dem Weg zwischen Dresden Hauptbahnhof und... Ich habe jetzt vergessen, die Uhrzeit zu wo fahren wir hin? Freiberg? Freiberg! Ich sollte vielleicht den Innenlautsprecher aktivieren. Verdammt. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie in der S 3 nach Freiberg im Namen der KFL. Wir wünschen Ihnen heute einen angenehmen Tag und ja, das Wetter ist, wie Sie sehen, sehr bescheiden. Man kann nicht alles haben, ne? Aber dafür kommen wir auch hoffentlich gut in Dresden-Plauen an. Das ist nämlich unser nächster Halt. So. Was mir direkt auffällt, hier ist wirklich schön viel zu Verkehr. Also was hier zu steht, gefällt mir echt gut. Mit Press. Die Lackierung. Einfach wirklich gelungen, muss man ja jetzt ehrlich sagen. Ne? Muss man sagen, sie ist gelungen. Also unten passt dazu Nummern, den ganzen Plunder. Muss man wirklich sagen, sie ist... Kann man eigentlich nichts dran aussetzen. Also das Einzige, was ein bisschen komisch ist, dass sie halt in Köln,
Köln ins Betriebswerk muss, obwohl sie in Dresden stationiert ist, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber gut, wer weiß, ne? Vielleicht ist es wirklich so. Wenn es finanziell wirtschaftlich betrachtet Sinn macht, die Dinger halt quer durchs Land zu schicken, warum nicht? Wer weiß, wer weiß. So. Nächster Halt, Dresden-Plauen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich würde ja gerne so fahren, aber ich kenne jetzt eine Haltestelle nicht. Also das hat keinen Sinn. Dafür habe ich echt auf jeder Strecke zu wenig Streckenkenntnis. Vielleicht könnte man das auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr hinkriegen, aber sonst... Naja. Ohne Ebula auf keinen Fall. Vielleicht mit einer funktionierenden Ebula oder auch einer halb funktionierenden Ebula. Dann könnte man da vielleicht drüber nachdenken. Aber so keine Chance. Sogar nur einen Trip. Warum soll der hinten stehen bleiben? Mhm. Ja, noch steigen Leute ein. War auch jetzt gemein für mich. Hätte da hinten echt an der Überdachung stehen bleiben müssen, ne? Also. Ja. Hätte man echt anders lösen müssen. So, steigen Sie mal ein. Komm noch, Leute. Ich kann doch jetzt nicht einfach. Ich lahm lassen auch noch eben einsteigen. Und dann machen wir die Loch zu. Zack. Nächster Halt, Freital Potsch ab. Genau, warte ich eigentlich raus. Ja. Nächste Station, Freital Potsch ab. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Aus. Nein. Ja. Na komm, geh aus. So, den aus. Gut, gut, dass mich keiner hört, weil ich das Mikro aktiviert habe, ne? Alles ja klar. Wie schnell fahren wir hier? Wie schnell dürfen wir fahren? So.
weiß gar nicht, wie schnell dürfen wir hier fahren? 80 und 100. Ja. So. Mal durch. Oder geht's? Also jetzt sag... Also, das war gekonnt. Coole Sache. Coole Sache. Das war gekonnt. Schön. So. Oh, das hat nicht funktioniert mit der Lackierung bei dem Kollegen. Naja, gut, man kann nicht alles haben. Aber hat man ja gerade, wenn die Dinger neu gekauft sind, sowieso, dass die erst rumlackiert werden müssen und manchmal auch schon vorher im Dienst sind. Jetzt vergeigt. Oh ne, okay. Nächste Station. Freital Däuben. Ausstieg in Fahrtrichtung links. 2 Kilometer. Upp, schneller dürfen wir nicht großartig. Sache ist auch die, wir machen wir auf die linke Seite. Warte mal. Hier ist er. Eieieiei. Den hatte ich noch vergessen. Den habe ich jetzt gerade echt vergessen. Aber wir kriegen das schon noch hin. So. Relativ gut, so. So. Und wieder raus.
interessant ist, dass er jetzt nicht mehr von innen so am Rosseln ist, wie wenn ich hier dran bin. Obwohl ich eigentlich das genauso hören müsste wie da. So. 30 Jahre später. Bis 40 Jahre später. Das hat er jetzt nicht gepiept, oder? Das ist doof. Gut, das heißt, das muss man irgendwie anderweitig noch rauskriegen. Muss vielleicht noch zählen. Haben wir irgendwo eine Uhr, die läuft? Die läuft, okay. Zählen wir nachher mal durch, wie lange braucht er denn für so einen Durchgang? Nächste Station, Freital-Heinsberg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Da ist ein Tor drin? Interessant. So. Ich immer mal die Notbremse aktivieren, das ist auch so eine Sache. So, wie lang dreht der? 45 bis um. Oh, müssen wir halt drauf achten, ne? 40. Jetzt habe ich gerade einen. Ja, warte mal. Wie lange brauchst du denn? 40? Na, wahrscheinlich echt eine ganze Minute. Ach ja. So. So, weiter geht's. Wird gerade gar nicht drauf geachtet, einfach fahren, ne? Nächste Station, Freital-Heinsberg West. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Ausmachen. Halt auch direkt wieder bremsen. Oh, müsste man mit maximal 60. So.
Aber eigentlich müsste auch langsam dieser Bahnsteig auch kommen. War auch nicht mehr weit. Ah, da kommt er schon. Anhalten. Eieiei. Aber da du mir gerade geschrieben hast, CSW 3 Repainter, AK Nico King, AK Nico Bennys. Ja, wir werden uns nachher auch noch eben. Aber auch wirklich, weil du jetzt gerade Glühkasten zu mitten in meiner Aufnahme reingeplatzt bist, so mehr oder weniger. Werden wir gleich noch die N-Wagen zum Abschluss mal eben kurz ansprechen. Habe ich kein Problem. Kriegen wir hin. Aber lustig, dass du mir jetzt gerade wirklich während der Aufnahme schreibst. Übrigens auch der Cloven Cake. Und der Black Satan. Danke, Leute, ihr seid die Besten. Schön, dass ihr euch meint, euch freiwillig euch so anseht. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Dass ihr euch freiwillig das Zeug von mir reinzieht. Das wollte ich sagen. So. Freut mich immer wieder. So, was haben wir denn noch? Wir brauchen noch ein Thumbnail, ne? Thumbnail haben wir auch noch nicht. Oh, vielleicht ist das was. Ja. Und gestehe ich hier echt bescheiden mit der Karre. Aber richtig bescheiden. Hm. Haben wir eigentlich schon mal jemals... Warte mal. Da steht ein... Scheißway. Chris war hier. Was hier? Easter Egg. Coole Sache. Habe ich noch nie drauf geachtet. Chris war hier. Stehen da noch mehr Sachen drauf, dem Ding? Zitrone, okay. Chris war's hier. Alles klar, Chris. Und jetzt sind wir... Außerdem heißt das hier... Heißt das jetzt hier Freital... Heinsberg? Nee, das ist nur Heinsberg. Wieso steht dann da Freital drin? Oh, wir müssen mal abfahren, ne? Mhm. Eieiei. Jetzt müsste das nächste Tarant kommen. Richtig, richtig. Oder? Wirklich falsch. Ich meine schon. Nächste Station. Tarant. Nächste Station bleibt Heinsberg, weil die Kiste will nicht starten. Es tut mir leid. Ah, oh, nächste Station. Tarant. Ausstieg in Fahrtrichtung. Rechts? Wirklich rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Computer sagt nein. Heute bleiben wir stehen, liebe Fahrgäste. Wird ein bisschen später. Kommen Sie doch mit klar, oder? Wunderbar. Ja, und die piepen, dass Sie jetzt Fahrgastraum hören. Hör ich immer. So, jetzt haben wir Ruhe. Machen wir nochmal. Anlauf Nummer 2. Boah, ich hoffe, ich habe die Leute hinten auch schon genervt. Und ja, dann wollen wir mal los. Nächste Station sind wir Tarant in Fahrtrichtung rechts. Aber ja, Cloven Cake, das verstehe ich auch nicht mit dem Update. Ich habe das auch schon mal gehabt bei einem Szenario, das ich hochgeladen hatte. Das wurde dann auch nicht geupdatet. Ah, hier ist immer nur 60, ne? Was ich jetzt aber auch nicht verstehe, dass ich jetzt keinen Wechselblick mehr habe. Naja, egal, fahren wir mal rein in den Bahnhof. Halt für Rangierfahrt.
steht da gerade so und wartet auf mich. Uiuiui. Also ich muss schon sagen, also Zugverkehr hier ist ja wirklich genug, ne? Das gefällt mir auch sehr gut. Also alles so wie es sein soll. Was haben wir hier jetzt für eine Markierung? Ah, wieder eine von Dennis. Und hier auch eine sehr schöne Lackierung auf jeden Fall. Bisschen Kleinheiten, Feinheiten, aber das kennt ihr ja. Über die ich mich immer rumnöle, ne? Also ein kleiner Plunder, der hier unten steht. Fehlt halt drüben. Aber ansonsten wirklich auch eine schöne Lackierung. Und ja, das ist halt Jammer auf hohem Niveau. Wenn ich jetzt hier daran denke an den ICE, den wir neulich hatten, sind da schon Unterschiede erkennbar, ne? So. Bremst du nicht? Naja, gut. Aber wenn die Holztafel am Ende vom Bahnsteig ist. Bleibt doch mal stehen. Sachen, die mir noch nie aufgefallen sind. Diese Bushaltestelle da. Interessant. Fliegen wir da mal eben hin? Ja, wir fliegen da mal eben hin. Sind da schon mal hier die Strecke erkunden gegangen, oder nicht? Wieso kenne ich diese Bushaltestelle nicht? So sieht übrigens der Bahnhof Taran von vorne aus. Haben wir dann auch mal gesehen, ne? Steht denn noch so hier rum? Interessant, interessant. Eigentlich eine unsichtbare Wand. War da mal ursprünglich ein Gleis zwischen bei der Überführung? Weiß das jemand? Schaut's mal in die Kommentare. Ich glaube, wir müssen wieder abfahren gleich. So, auf hier geht's. Boom. Fahren wir mal zu einem der schönsten Bahnhöfe auf dieser Strecke. Nächste Station, Edle Krone. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, aber gut Stau, ne? Ne, der fährt. 60. Ich fahre erst gar mit 80 rein. Oh, schön viele Güterzüge, die von der Presse. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Also doch, gefällt mir schon. Ist schon ein schönes Szenario, muss man ehrlich sagen. Mahlzeit Kid Gaming. Glückwunsch, schon ein bisschen eine Aufnahme. Kann man doch irgendwie auch deaktivieren, dass es mir nicht angezeigt wird, wer immer online kommt, oder? Egal. Rein. Eigentlich noch Wetter ändern. Niederschlag. Windrichtung, Windstärke, Nässegrad voll. Ah, kann man machen, das noch mal ein bisschen stärker hier. Geben wir jetzt die volle Dröhnung.
schnell darf ich jetzt hier fahren? 80. Aber gleich nicht mehr, aber noch darf ich 80 fahren. Wo soll ich heben? Hier ist eine Brücke. Jetzt darf ich mal den Flug wieder senken. Um dann meinen Flug hier erneut heben zu müssen. Oh jo. Und auch hier, um den Planeten nicht abzureißen. Aber ich flüge gerade keinen Schnee, also von daher alles gut. So, und hier mal die 60. Eigentlich. Nee. Wäre auch nicht drauf zugreifen. So. Bleibst du wo stehen? Sehr gut. Funktioniert doch wie am Schnürchen. Wieso hast du denn Verspätung? Wieso ist der Kollege nicht abgefahren? 25 Minuten. Die nächste Frage ist, wie sollte... Hä? Egal, ich hinterfrag's nicht. Der Gegenzug hat auf jeden Fall eine halbe Stunde Verspätung. Und wie Verspätung? Da steht nicht mal eine Zeit, Fahrzeit dran. Hm, komisch. Nächste Station Klingenberg Kolmnitz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Links oder rechts? Ich sag links. Ich habe keine Ahnung. Ich sag links. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt genau ist, dieser Bahnhof. Könnte aber auch rechts sein. Ist der da? Ne, warte. Boah. Nee, ich glaube, der ist rechts. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß noch, der 6 Kilometer ist. Aber, keine Ahnung. Ich glaube, der ist rechts. Aber alles in allem auf jeden Fall ein schönes Szenario. Gefällt mir gut. Wenn wir jetzt nicht entgleisen bis dahin. Ich will das hier so wie eine Sekte Sau durch. Durch die Serpentin-Pese. Aber ist okay.
schnell bin. Noch nicht. Ja, ich bin zu schnell. Passt schon. Haben wir halt mit 70 hier durch. Eieieiei. Eieiei. Ich mal langsam natürlich so eine Geschwindigkeitserhöhung, dass ich wieder einen Tick schneller fahren darf. Oh ne, die sind jetzt ja hier auf Bäume umfällt. Stimmt. Stimmt, da war was. Sieht sich halt, ne? 3 Kilometer noch vom Daumen. Ist hier immer noch 70? Ne, ist 80. Ah ja. Das Wetter ist aber auch echt schön, ne? Also, muss man ja schon so sehen. Ich muss überlegen, wo ist denn der Bahnsteig? Links oder rechts? Wo ist jetzt gleich der Bahnsteig? Boah! Ich glaube, der ist rechts. Bin mir aber echt nicht sicher. Doch, der ist rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe an diesen Bahnhof nicht mehr gedacht. Ich weiß auch. Aber das müsste der sein. Ich hoffe es. Das hat ja sogar nur einen Grasbahnsteig, ne? Müsste ja dann direkt hinter der Kurve kommen. Ah, noch ein Stückchen. So. Das Sperrsignal los. Dort gerade gesehen. Komisch. Komisch. Okay, den Bahnhof habe ich echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Aber ich meine, ist der Ausstieg wirklich rechts. Aber ich habe es nicht. Nee, nee. Den hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Aus dem Ruhrgebiet. Auch gut. Das kann aber auch sein, dass die jetzt wegen... Ich fährt eh durch. Weil die hat ein Modpack drin, dass sie deswegen nicht die richtige Lackierung geladen hatte. Kann daran liegen. So, sind wir durch? Kommen wir durch? Nee, wir dürfen noch nichts machen. Nächste Station, Niederbobridge. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Maserati fährt 210. Naja, heute 120. Sind wir gleich in grün, ne? Beiden Tasten gleich hauen. Ach gut. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt müsste gleich dieser Schotterparkplatz kommen. Das müsste jetzt hier die Ecke sein, wo damals in dem Warnwagen auch diesen Unfall gab mit diesem Bagger. Das müsste jetzt auch gleich hier sein. Ich bin die Strecke schon länger nicht mehr gefahren, merke ich gerade. Also. Ist ja eine mit einer meiner Lieblingsstrecken hier im Spiel, ne? Aber irgendwie komme ich nicht auf den Schirm. Also mit Rosig Nord würde ich sagen, eigentlich so eine der schönsten, wenn nicht sogar die schönste Strecke. Ich meine, ja, der Abzweig beispielsweise Nahverkehr Dresden nach Riesa ist auch schön. Auch hier meine Hausstrecke. Klar, haben auch was, aber so im Landschaftlichen, ne? Würde ich sagen, sind einmal die Strecke und die andere, wie gesagt, am schönsten. So.
Ausstieg in Fahrtrichtung links. Jetzt habe ich auch verbremst. Bleib doch stehen. So. Bitte beachten Sie, dass aufgrund einer Türstörung die Vordermann-Türen nicht funktionieren. Kann ich den jetzt unten anstauen hier? Entschuldigung. Das kam jetzt unerwartet. Geht das irgendwie? Dat, ich sag, ich will die... Ne, kann ich nicht, ne? Hm. Dann machen wir einfach so. Dann machen wir so. Wunderbar. Den hatte ich jetzt aber echt nicht auf dem Schirm, diesen Bahnhof. Mm-mm. Vollstrecke ist zu selten. Aha. Egal. Verbremsen kann schon mal vorkommen, ne? Nächste Station, Muldenhütten. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Gleich da. Nein. Einfach nein. Dauert noch dran. Was haben wir denn überhaupt noch? Oh, fast fertig. Okay, noch zwei Stationen. Ja. Ansonsten. Gerne mal das Video auf Teilen klicken, dann sind noch andere Leute von euch, die... Also wenn euch das gefallen hat, gerne mal teilen, würde mich freuen. Lohnt sich immer. Weil ja einen Daumen hinterlassen, Glocke aktivieren, ist immer schlecht, weil habt ihr häufiger noch so Kram von mir. Mal ein Video teilen, das wäre mal eine Überlegung, dann können wir auch mal ein Videos teilen. Macht das, ihr macht mich glücklich. Ja. So. Wie auch immer, auf jeden Fall. Dann waren gleich in Muldenhütten, gefolgt von Freiberg. Anschließend gucken wir uns vielleicht noch die Endwagen an. Zumindest mal eben auf den Bildern. Ich glaube, machen wir das noch in dem Video. Muss noch mal gucken. Hat auch Bahnschranken inzwischen, okay. Das war ja am Anfang auch so eine Sache bei der Strecke. Bei der Bahnstrecke, die hatten ja keine Bahnschranken. Aber das Schöne ist, jetzt gibt es ja auch mit der Niedertalbahn endlich mal Wechselblinkeranlagen, damit auch endlich Bahnübergänge, die hoffentlich vernünftig gemacht sind und auch vernünftig funktionieren. Und nicht so halb fiktiv sind wie die Dinger, die wir da haben.
doch eigentlich jetzt zu dem Wasserfall kommen. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, der kam jetzt hier in dieser Kurve oder nach der Kurve. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja. So, streich hier keine Menschenseele mehr. Eigentlich könnten wir abfahren. Eigentlich. Praktisch nicht. Was auch auffällt, er hat sogar eine erste Klasse drin. Wobei ich auch sagen muss, als Fahrgast, ne? Ich bin jetzt ganz ehrlich. Als Fahrgast, als normaler Vollfunk, der hier so rumläuft, hätte ich nicht geschnallt, dass das die erste Klasse ist. So, fällt mir gerade so ein, wo wir ansprechen. Wenn wir uns die Lackierung angucken, ich mache mal ein schönes Szenario und bla und blub. Aber das ist so eine Sache. Ist eher so ein Designvorschlag. Ich meine, macht den Streifen eher orange oder gelb oder eine andere. Orange geht auch noch besser, weil gelb. Weil das sitzt so drin. Das sind einfach so. Ich meine, der gelbe Streifen, ne, für die erste Klasse, den haben wir jetzt seit bestimmt 150 Jahren. Das, oder 100? Das ist eine gute Sache, eine gute Frage. Das ist aber irgendwie so typisch ein gelber Streifen halt. Bei einem roten Streifen, dann mit den roten Farben, das fällt nicht auf. Das könnte man auch als Design vorstellen, aber nur als Design sich vorstellen. Aber beziehungsweise habe ich auch so die ganze Zeit dran gedacht. Also ich habe das jetzt in der ersten Klasse nur gerade erkannt, weil ich auf die 1 geachtet habe. Und normalerweise erkenne ich dann immer daran, da oben ist der Streifen. Weil die 1 siehst du eigentlich nur, wenn du genau vor der Tür stehst. Und den Streifen erkennt man eigentlich so eher am Fahrzeug. Ja, muss nicht. Bei weiteren Fahrzeugen würde ich auf jeden Fall irgendwie eine Farbgebung. Es muss auch nicht gelb sein oder. Ich meine, die RRX-Züge haben auch einen orangen Streifen. Wenn ich da richtig in Erinnerung habe. Aber irgendwie eine Farbe, das zumindest auffällt, da ist die erste Klasse. Und sich halt ein bisschen von der anderen ein bisschen absetzt. So. Nächste Station. Freiberg. Wir bitten alle Fahrgäste zu. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank. Ich hoffe, Ihnen hat die Tour mit KFL gut gefallen und dass wir uns bald wieder begrüßen. Vielleicht entgleisen wir auch vorher auf unserem Höllenritt, aber ich glaube nicht. Nee, nee, nee. So, damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Jonas Bauersein. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag. Genießen Ihren Aufenthalt in Freiberg. Bringen Sie gegen Feierabend bitte schönes Wetter zu. Mit. Vielen Dank. Bis dahin. Ja, Bauer sein. Also, für die Fahrgäste, ich bin noch da. Praktisch sappeln wir noch. So. Ja. Wie auch immer. Dann müssen wir noch das FIS ändern, ne? Auf Route einfügen. Boah, das ist mir jetzt noch ein Körper. Niederwieser. Warte mal. Iran? Alles klar. Nicht einsteigen ist gut. Oh, interessant.
Gleis kommen wir denn aus? Eins. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, aber sonst im Szenario und so, ist das schon schön. Markierungen sind schön. Ja. Wie gesagt, gucken wir jetzt gleich nochmal eben nach den beiden Innenwagen und der Baureihe 110. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hinter unseren Cut rein. Übrigens, da steht eine 110. Innenwagen. So. Oh, halt mein Hobel jetzt gleich mal an. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie fandet ihr das Szenario? Und wie fandet ihr die vorgestellten oder findet ihr die vorgestellten Markierungen? Würde mich mal interessieren, würde bestimmt auch den Nico gegen AKTSW3 Repainter interessieren, sowie vielleicht auch den Dennis. Ja, so, Luke geht zu. Muss ich eigentlich am Ende halten? Ja, fast. So. Nicht Einsteiger. Also eigentlich müsste er durchlaufen. Eigentlich. Eine Minute noch. Eine gute halbe Minute. Dann haben wir das Ding zumindest schon mal abgearbeitet. Und ja, so. Nur beschließen. Und fertig ist die Kiste. So, 54 Minütchen haben wir gebraucht. Okay, dann gehen wir mal eben ins Hauptmenü. Switchen hierbei schon mal parallel. Ach, Rendern war fertig. Für das. Toll, was machst du denn jetzt? Du sollst mir den öffnen. Komm. So, sehr artig. Ja, das können wir schließen. So, also wir haben, wie gesagt, das Ding, das Ding, das Ding. Dann gibt es den Konsorten, den Konsorten. Und dann will er noch die 110. Jetzt ist die Frage, meint er die oder die andere? Nehmen wir mal beide mit rein. Ach, der hat noch mehr am Start. Guckt euch das mal an. Wie gesagt, einfach KFL angeben. Landet er bei dem Kram. Hier gibt es auch nochmal ein Orientrot. Ja, ich werde die jetzt unten nicht verlinken. Wir gehen einfach nur so mal eben kurz drauf ein, weil er sich das gewünscht hat. Ich meine, das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gemacht. Aber das ist jetzt zu viel. Also wir haben einmal hier die Silberlinge mit einer Zulassung von 160 km/h sogar. Das ist auch nicht schlecht. Ja, jetzt kann man hier irgendwie näher ranscrollen. Ja, eigentlich schon, ne? 500%, die will dann trotzdem nicht größer. Das ist doch schade. Aber wie ihr seht, auch hier in dem kleinen Bereich, das könnt ihr jetzt schlecht erkennen, ne? Die Bezeichnungen sind drauf. Wir haben hier Nichtraucherbereiche. Das kann ich aber auch schwer erkennen. Und noch was anderes. Vorne steht KFL drauf. Ja, das ist der Steuerwagen. Ja, müssen wir mal gucken. Also, wie gesagt, bin da jetzt selber nicht so up-to-date. Aber wir haben auf jeden Fall den hier. Dann haben wir natürlich noch den Mittelwagen. Der hat in der Mitte hier auch seine UEC-Beschriftung. Auch zweite Klasse komplett. Ja,
also sie sehen schon nicht schlecht aus, ne? Also muss ich ehrlich sagen. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist auch, dass hier kein KFL-Logo auf der Seite draufsteht. Schade. Ist aber Geschmackssache, ne? Also, aber irgendwie ein bisschen, müsst ihr auch wissen, zu welchem Unternehmen das Ding gehört. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier die 3110. Blau mit weißem Lätzchen. KFL steht drauf. 5 Tage alt, der Hobel. Macht natürlich auch schon was her, ne? Also. So. Jetzt habe ich gerade was gefunden. Jammern auf hohem Niveau willst du haben? Krisse. Was fällt dir auf? Hier ist das F. Hier ist die. Die Bügelfalte ist genau an der Stelle, wo ich mit dem Mauscursor bin, ne? F ist da. Jetzt haben wir. Mauscursor hört dann auf der rechten Seite beim L auf, richtig? Richtig, also ungefähr hier. So, das heißt, wir sind hier jetzt ziemlich genau 2 Mauscursor breit. Richtig, richtig. Bis zur Mitte. Bis zur Mitte. Jetzt haben wir hier ein. Du hast dich genau um eine Pixelreihe vertan. Rosa! Nein, ist okay. Macht schon was her. Ich frage mich nur. Also das würde mich echt mal interessieren, gerade an dem lieben Nico, die gestellte Frage, wie kommst du an diese Nummer? 3110. Gibt's das wirklich? Gibt's diese Nummerierung wirklich? 3110. Warte mal. Oder ist die ganze Logbaureihe auch fiktiv? Ja, die ist komplett fiktiv, ne? Ne. Nur die normale wieder, ne? Aber. Ist eigentlich egal. So. Shit, egal. Ne, ist es auch nicht. Aber auch sie hat natürlich die Beschriftung, so wie es sein muss. So. Also frage ich mich ja, wie du an diese Nummerierung kommst, mit der 3 davor. Das würde mich echt mal interessieren. Na, also wir haben jetzt hier den Kollegen. Dann haben wir noch die KFL 3110303. Ich frage mich echt, warum die 3 da drin steht. Das ist so das Einzige, was mich mal so interessiert. Wie kamst du auf die 3? Das sind alles KFL-Loks, aha. Die grüne auch, okay. Also wie gesagt, schaut da mal rein. Hier haben wir nochmal die 3110305. Warte mal. 303. 305. 301. In dem Fall beigeblau. Ja. Also er hat 304. Okay, okay. Chromoxid grün. Ja, aber wie gesagt, ich frage mich nur. Also, lackierungstechnisch klasse geworden auf jeden Fall, ja. Man erkennt auch, was es sein soll. Aber ich frage mich wirklich. Wieso eine 3 davor? Also das ist jetzt so meine Sache. Ich meine, Lackierungen sehen gut aus. Ne? Also auch wenn man jetzt hier guckt, wirklich allen Fummel Norden, Süden Markierungen sind dran. Ich hoffe auch richtig rum. Aber hier steht ja wirklich, ne? Also KFL Regio AG. Jetzt ernsthaft? Ist das die KFL Regio AG? Interessant. Interessant. KFL Regio AG. Darunter kann ich nicht lesen. 36,44, 7,90. Also, überhaupt die ganzen Ausschriften drauf zu haben, finde ich schon
Klasse, also sie machen wirklich schön, wirklich was her. Also okay, 307, das heißt, die Bezeichnungen sind so durchgenummeriert. Was mich jetzt interessiert, ne, da haben wir noch gar nicht drauf geachtet. Er hat jetzt blöde Screenshots gemacht von den Dingern, muss man ja ehrlich sagen. Hier ist die 155, aber so gelassen. Warum ist das denn keine 3155, Kollege? Das ist aber was, wie ich mich jetzt frage. Hier hast du die drei vorgehauen, hier nicht. Ja. Das sind so Sachen, die ich nicht so ernst. Und hier steht sie wieder vor, die drei. Aber wofür. Schreib es mal wirklich in die Kommentare. Wofür steht die 3 in deinen Fahrzeugbezeichnungen? Also ich meine, die Baureihe ist ja klar, wie hier die 423, ne? Ich meine, die wievielte davon ist, weiß kein Mensch, aber hier ist gar keine drauf, hier ist auch noch keine drauf. Aber wofür steht die 3? Das würde mich mal interessieren. So, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie gesagt, gebt in die Suchleiste einfach mal unten KFL rein. Habt aber auch hier diesen Link, also das sind die Links zum Szenario und halt um alle KFL-Fahrzeuge zu finden. Schaut da mal rein. Und ja, macht auf jeden Fall was her. Aber mit den Nummerierungen, das würde ich einmal nochmal fragen und wäre cool, wenn ich dazu eine Antwort kriegen könnte. Warum hast du die 3 hingehauen? Weil einfach so kann es nicht sein. Es muss ja irgendein Sinn dahinter stehen. Sonst hätte es ja wirklich eine normale UIC-Beschriftung hingehauen. Die Quersumme ausgerechnet und dann hier noch die passenden Zeichen geschrieben für die 110, 301 beispielsweise oder. Ist der Geier. Und ja, die kann man berechnen. Wie es geht, steht im Wikipedia. So, und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauersein.